Yo Freunde, was geht? Schön, dass ich da bin. Habt ihr Bock auf eure eigenen persönlichen Emotes, die ihr zum Beispiel auf Twitch benutzen könnt? Falls ja, dann kommt jetzt in die Gruppe. Diesen 600.000 Euro Rolls Royce habe ich in Halt dein Maul. Ich zeige euch, wie ihr eure eigenen Emotes schnell und vor allem kostenlos selber erstellen könnt. Das ist eigentlich überhaupt nicht so schwer. So, wenn euch das Ganze gefällt, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wir haben genug gelabert. Let's go! So, ich kann leider überhaupt nicht zeichnen, deswegen machen wir uns jetzt ganz schnell eine Vorlage. Für die Kreativen unter euch, ihr braucht das wahrscheinlich nicht, ich leider schon. Also, los. So, wir starten einmal mit dem Programm GIMP. Das ist ein kostenloses Programm, das könnt ihr euch runterladen. Ich verlinke das unten in der Videobeschreibung. Fangen wir an, Datei neu. Bildgröße machen wir einfach mal hier 1000x1000. Das ist zwar deutlich größer als die Emotes auf Twitch sind, aber das passt schon. Können die später immer noch runterskalieren. Das ist jetzt die Fläche, die unser Emote später ausfüllen soll. Am besten so viel wie möglich. So, jetzt können wir uns das Bild per Drag and Drop hier reinziehen. Oder aber wir sagen als Ebene öffnen und ziehen das oder öffnen das Bild dann direkt und haben es dann hier drinne. Wir können jetzt... Jetzt machen wir da eine Sache schnell. Wir machen uns den Daumen mal extra. Deswegen markieren wir hier einmal den Daumen. Steuerung X, Steuerung V, Ebene hinzufügen. Jetzt haben wir den Daumen hier als eigene Ebene. Und der Rest vom Bild ist unsere andere Ebene. So, jetzt ziehen wir uns den Kopf einmal so hin, dass der hier schön in die Ecke passt. Und ziehen den Eimer so groß, dass er ungefähr das komplette Bild 1000x1000 ausfüllt. So, perfekt. Machen wir den Daumen erst nochmal an die Seite, blenden den mal kurz aus. Und jetzt brauchen wir drei Ebenen. Die fügen wir uns hier unten links hinzu. Das seht ihr jetzt natürlich nicht, weil ich direkt davor bin. Da ist einfach so ein kleines Plus. Ebene hinzufügen, jawohl. 1, 2, 3. Die haben wir jetzt. Und zwar ist das jetzt folgendermaßen. Wir nehmen uns jetzt die oberste Ebene, nehmen unseren Pinsel hier, den ganz normalen, stinknormalen Pinsel, wählen die Farbe Schwarz aus, ganz unten links in der Ecke. Größe würde ich sagen, wir testen mal 10, ist schon ein bisschen groß. 6 ist okay. 6 ist von der Größe in Ordnung. Also Größe 6, Pinsel, Farbe Schwarz. Und jetzt malen wir einfach einmal ganz grob die Kontur nach. Das muss auch gar nicht hundertprozentig ordentlich sein, aber wie gesagt, wir malen noch nichts aus, wir malen erstmal nur nach. Ich mache das auch immer so, ich male die Augenbrauen mir als Strich schon mal vor und dann noch zu guter Letzt den Mund. Ganz schön krumme Zähne habe ich. So, wir können die Outline vom T-Shirt auch nochmal mitmachen. Jetzt blenden wir unseren Daumen wieder ein. Den wollen wir ja gerne mit drauf haben auf dem Bild. Also malen wir die Outline vom Daumen auch mal nach. Ja, hier schneidet sich das Ganze ein bisschen mit dem Gesicht. Deswegen addieren wir die Linien hier von dem Gesicht nochmal weg. Wie gesagt, auch das muss wieder nicht so ordentlich sein. So, jetzt können wir die drei Ebenen, die wir noch haben, ausblenden. Und das ist jetzt erstmal so das grobe Grundgerüst von unserem Emote. So, in etwa wird das später mal aussehen. So, jetzt machen wir auf unsere Ebene Rechtsklick, Auswahl aus Alpha-Kanal. Jetzt haben wir alle Linien, die wir bisher gemalt haben, also die nicht unsichtbar sind, markiert. Dann hier oben Auswahl vergrößern und vergrößern das Ganze so ungefähr ums Doppelte. Da könnt ihr mal ein bisschen probieren, was euch besser gefällt. Ich finde 12, so 12 bis 15 ist immer ganz in Ordnung. Wir starten mal mit 15, gucken mal, wie das aussieht. Ich finde 15 ist okay. Wir gehen jetzt auf die zweite Ebene. Also nicht die Ebene, die wir eben bemalt haben, sondern die andere. Und färben das Ganze schwarz. So, sieht jetzt ziemlich blöd aus, deswegen reduzieren wir die Deckkraft. Jetzt kann man schon erahnen, aha, okay. Auswahl nichts. Das soll eine Schattierung sein, genau. Jetzt ist nur das Blöde, wir haben außerhalb von unserem Bild
das Ganze auch markiert. Das wollen wir eigentlich nicht. Deswegen sagen wir jetzt nochmal Auswahl auf Alpha-Kanal von unserer ersten Ebene. Auswahl Löcher entfernen. Jetzt haben wir quasi nur noch das markiert, also quasi die Außenkontur. Und wenn wir jetzt sagen Auswahl invertieren, dann drehen wir die Auswahl um. Und wenn wir jetzt auf unserer zweiten Ebene auf Entfernen drücken, dann sieht das ziemlich scheiße aus. Am Daumen hat es nicht geklappt. Okay, ist aber auch kein Problem. Wir nehmen wieder unseren Stift. Wir erhöhen unsere Pinselgröße auf 15 und malen jetzt einfach nochmal die Kanten, die wir gerne noch schattiert hätten. Ziemlich, also wie gesagt, das muss alles nicht so ordentlich sein. Einfach grob nachmalen. So, perfekt. Das Ganze ist jetzt schattiert. Jetzt geht es eigentlich nur noch ums Ausmalen. So, und dafür haben wir jetzt unsere dritte Ebene. Die ist quasi für die Farbe. Wir haben jetzt hier einmal so eine Hautfarbe. Ich mache das Ganze jetzt meinen Pinsel mal ein bisschen größer. Und wie gesagt, auch hier müsst ihr nicht zu ordentlich sein. Das ist gar nicht schlimm, wenn ihr hier mal ein bisschen die Kanten übermalt. Jetzt nehmen wir einen größeren Pinsel, was weiß ich, der ist zu groß, 150. Und jetzt malen wir einfach einmal alles aus. So, für hier ist er natürlich wieder zu groß. Zack. So, und jetzt haben wir alles, was Hautfarben ist, schon mal Hautfarben gemalt. Das Schild von meiner Kappe ist ja so ein, ja fast schon so ein lila Rot irgendwie. Ein Weinrot vielleicht. So. Wie gesagt, und ich mache das mit der Farbe auch immer alles in der gleichen Ebene. Malen wieder einmal die Außenkontur nach. Mal das Einfachste. Siehst du, und wenn man hier so ein bisschen drüber gemalt hat, dann ist das auch überhaupt nicht schlimm. Dann kann man das später nochmal so ein bisschen retten. So. Engen Ecken haben wir, dann können wir Pinsel wieder eine Ecke größer machen. Und durch die Schattierung hat man jetzt hier auch gleich ein paar Farbeffekte. Akzerab. So, fertig. So, was fehlt jetzt noch? Jetzt haben wir noch die Augen. Machen wir erstmal das Weiße in den Augen. Und hier muss ich sagen, gefällt es mir nicht, dass es so grau ist, dass die Schattierung hier drauf ist. Deswegen radiere ich hier die Schattierung mal weg. Es kann ruhig weiß aussehen, weil wir haben ja keine grauen Augen. So, meine Augenfarbe ist, der Greenscreen geht da jetzt ein bisschen, retuschiert das Ganze ein bisschen weg. Ich hätte gesagt, so dunkelbraun. So, wir gehen wieder auf unsere Farbebene, das dürfen wir nicht vergessen. So, jetzt unter Farben machen wir einen dicken, fetten, schwarze Pupille da rein und um dem Ganzen später ein ganz kleines bisschen, also es macht tatsächlich einen Unterschied, ob man das macht oder nicht. Wir geben dem Auge jetzt hier nochmal einen Punkt. Ne? Das lässt das Ganze auf jeden Fall später echter wirken. Zähne können wir uns jetzt schön, unsere Zähne sind ja in echt eher gelb und schief, die malen wir uns jetzt hier schön weiß. Und hier radieren wir wieder den Schatten weg. Sieht vielleicht cooler aus, wenn die Zähne tatsächlich weiß sind. So, jetzt brauchen wir nochmal unsere oder eine andere Hautfarbe für den Mund. Wir haben das jetzt nicht so schön rot gekriegt, weil wir hier in der falschen Ebene waren. Wir haben das ist das, was ich eben meinte mit der Ebene. Wir müssen das auf jeden Fall in dieser Ebene hier malen. Aha, dann sieht das Rot auf jeden Fall schon wieder ganz, ganz anders aus. So, aha. So ist auf jeden Fall besser. So, jetzt nehmen wir uns noch die Haare vor. So, jetzt wären wir im Prinzip eigentlich schon fast fertig. Den könnten wir jetzt so schon bei Twitch hochladen, aber mir gefällt es
noch nicht final. Deswegen machen wir uns jetzt noch eine Ebene hinzu in der Farbe meiner Haare. Und ich mache dann immer eine Strichstärke relativ klein. 3 ist in Ordnung. Fällt mir ganz gut. Und ich male hier einfach noch so ein bisschen, ein kleines bisschen unordentlich rein, damit dieser Emote nicht zu perfekt aussieht. Also ich finde das zum Beispiel cool, wenn es auch ein bisschen, wenn ein paar krumme Linien drin sind, ein bisschen, dass man auch sieht, dass das selber gemacht ist, das feiere ich ab. So, jetzt malen wir die Augenbrauen hier noch nach und jetzt machen wir uns noch so einen schönen kleinen 3-Tage-Pflaumen hier hin. Und das machen wir jetzt gleich, das machen wir jetzt als allererstes, so wie jetzt gerade in Braun. Ja, gleiche Farbe wie die Haarfarbe. Kann ruhig Wild West sein. Ich finde das gar nicht so schlimm. Ganz zum Schluss nehme ich mir nochmal den schwarzen Pinsel. Und wir gehen dann nochmal mit 3 ein kleines bisschen über diese ganzen Haare drüber. Einfach damit da ein bisschen mehr Kontrast reinkommt. So. Und das Ganze könnt ihr jetzt so bei Twitch hochladen und hättet euer eigenes Thumbs Up Emote. Ihr könnt jetzt natürlich noch, ihr könntet jetzt noch highlighten. Also ihr habt jetzt noch die Möglichkeit, jede Menge Effekte hier hinzuzufügen. Ja, können dann hier quasi noch ein bisschen spielen, bis wir damit quasi zufrieden sind. So, jetzt können wir das Ganze exportieren, zum Beispiel auf unseren Desktop. Nennen das Ganze jetzt Thumbs Up Emote. Exportieren und das war's. Das ist jetzt unser Emote, den können wir jetzt hochladen und haben dann alles, was jetzt hier weiß ist, wird als bei Twitch dann später als transparenter Hintergrund angezeigt. Ja, wie gesagt, eurer Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Probiert es einfach mal aus. Ich blende euch hier mal so ein paar Emotes ein, die ich auf diese Art und Weise für mich selber gemalt habe. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen und vielleicht auch geholfen. Und dann würde ich sagen, das war's von meiner Seite. Haut rein und vielleicht ja bis zum nächsten Mal. Ciao.